Hey Leute, ich bin Sven und heute zeige ich euch mal den neuen Minecraft-Launcher. Und zwar ist dieser auch gestern erst rausgekommen. Dinnerbone. Also einer der Minecraft-Developer hat gestern auf Twitter gepostet, dass man den jetzt endlich testen kann. Da gab es ja auch schon mal vor ein paar Monaten ein paar Bilder dazu, wie der aussehen soll. Und der sah da damals schon ziemlich cool aus. Aber ich denke mal, die meisten von euch kennen überhaupt noch gar nicht den neuen Minecraft-Launcher. Wie gesagt, erst seit gestern kann man diesen testen. Ich finde ihn auf jeden Fall mega genial und ich würde sagen, wir schauen uns den gleich mal an. Hier, Minecraft-Staging habe ich mir schon direkt gedownloadet. Link dazu unten in der Videobeschreibung, da kann man sich den auch downloaden. Ist ein Reddit-Post und der hat den. Bauen den auch gepostet, dass man den testen kann auf ein paar Bugs und so weiter. Hat natürlich auch noch ein paar Bugs, ganz normal. Und wir gehen jetzt mal auf Minecraft-Staging. Unterstrich Let's go. Und da erstellt sich auch schon gleich ein kleines Fenster. Ist jetzt ein kleines Menü. Das öffnet sich leider hier immer in dieser Größe. Wir können aber natürlich hier gerne mal auf Vollbild gehen. Und beziehungsweise F11 geht noch nicht. Also, wenn wir F11 drücken, dann ist es nicht ganz im Vollbild. Unten ist auch noch die Taskleiste, die ausgeblendet ist. Aber auch nicht so schlimm. Kommt alles noch. Und jetzt, wenn wir uns erstmal den Launcher anschauen, merken wir hier, es hat auf jeden Fall ein viel cooleres Design. Also, so wie ich finde, ihr könnt gerne mal eure Meinung später in die Kommentare schreiben. Und wir haben hier zum Beispiel einmal News, Skins, Settings und Launch Options. Hier unten sind noch alle Versionen ausgewählt und das ist eigentlich ganz cool. Also hier könnte ich zum Beispiel einfach genau wieder auf Forge, 1.8 Forge. Hier habe ich zum Beispiel auch mal die Snapshot ausprobiert, weil eine Snapshot in dieser Version nur verfügbar war und so weiter. Also Latest Release, auch die letzte Version, die rausgekommen ist, kann man hier alles testen und natürlich spielen. Aber kurze Info noch an die Leute, die sich vielleicht den neuen Launcher mal anschauen möchten und dann wieder auf den alten später zurückgreifen möchten. Es geht dann nicht mehr so einfach einfach Backup machen. Sonst hat man wirklich alle Versionen verloren. Und da setzt sich automatisch alles zurück. Deswegen einfach mal ein Backup machen. Aber ich bleibe hier auf jeden Fall. Jetzt schätze ich mal erstmal in diesem Launcher. Funktioniert auch alles super. Und schauen wir uns jetzt natürlich erstmal an. Hier oben auf News stehen natürlich, wie gesagt, die News. Also hier hat man Minecraft 1.10.2 Bugfix Update. Sieht eigentlich auch ganz nice aus. Minecraft Snapshot 16W43a. Und sie was in der latest Snapshot. Auch ganz nice. Hier können wir draufklicken. Dann werden wir natürlich weitergeleitet zu einer Internetseite. Explore the Community. Und wie haben wir, okay, hier haben wir noch ein paar weitere Infos. Okay, Bugfix-Update haben wir schon gesehen. Da Hat man natürlich auch ein bisschen Werbung, Realms zum Beispiel, ein schönes Minecraft-Buch, okay, alles klar und so weiter. Aber das ist halt, wie gesagt, nur Werbung bzw. sind die News, was so da alles vor kurzem rausgekommen ist. Was ein wirklich richtig geiles Feature ist, ist Skins. Und zwar können wir hier auf Skins. Und natürlich können wir hier den Skin reinmachen. Wir können hier den so nach links, rechts bewegen, einfach im Kreis drehen. Vorher musste man auf die Minecraft.net-Seite gehen, um seinen Skin zu ändern. Also dann musste man natürlich auch den Skin downloaden und so weiter. Ich denke, ihr wisst, wie man einen Skin reinmacht. Aber jetzt ist hier alles ein bisschen einfacher. Man muss natürlich auch. Auch noch den Skin auf seinem PC haben, aber erstmal können wir hier wählen zwischen, okay, dünn und ein bisschen dickeren Arm, ich weiß echt immer noch nicht, was hier so genau der Unterschied ist, aber ich finde Classic sieht auf jeden Fall viel besser als Slim aus und das passt auf jeden Fall auch gar nicht, also wie man hier sehen kann ist alles so ein bisschen verpackt, besonders hier unten bei der Handfläche, auf jeden Fall sieht es nicht so geil aus, deswegen ich würde auf jeden Fall immer Classic nehmen, aber wenn man halt einen anderen angepassten Skin hat, dann sollte man natürlich auf Slim bleiben, hier Browse natürlich dann können wir einfach hier auf Browse gehen, dann öffnen sich die Dateien von seinem PC und dann kann man hier automatisch den Skin reinziehen, dann auf Save and Upload. Kann ich jetzt in dem Fall nicht machen, weil mein Skin natürlich gleich geblieben ist. Hier kann man den Skin resetten und hier kann man natürlich Alex auswählen und Steve. Und hier natürlich auch in der Slim-Variante und Classic-Variante. Und wir können hier jetzt mal auf die Settings gehen. Jetzt haben wir hier auch ein paar Settings. When the Game Starts, close the Launcher. Okay, dann schließt sich der Launcher. Übrigens kann man den auch nicht zweimal öffnen. Das geht jetzt auch wie bei einem alten Launcher nicht mehr. Vielleicht kommt es ja noch, vielleicht ist es auch nur ein Bug, aber ich weiß es nicht. Dann können wir hier noch zwei Sachen an- und ausschalten. Das ist jetzt nicht so wichtig. Die können mal ruhig überspringen und dann auf Launch Options und hier wird schon interessanter. Hier hat man auf jeden Fall jetzt alle neuen Versionen, die ich hier zum Beispiel auch mal ausgewählt habe. Latest Release und Latest Snapshot. Hier steht auch immer der letzte Snapshot. Was ganz interessant ist: So kann wirklich jeder User einfach eine Snapshot testen, was jetzt alles so neu hinzugekommen ist. Vorher haben vielleicht auch immer ein paar Leute nicht gewusst, wie man eine Snapshot installiert, obwohl das ja auch ziemlich einfach geht. Da haben aber auf jeden Fall noch ein paar Leute nicht durchgeblickt. Aber jetzt kann man immer auf die Latest Snapshot gehen und dann kann man diese natürlich okay auch noch ein bisschen ändern, Resolution und so weiter, mehr Rahmen zuweisen. Aber wir gehen jetzt hier mal auf und dann können wir diese natürlich dann auf News hier unten, auf Play drücken, dann diese zocken und die neuesten Features austesten. Hier können wir die Snapshots natürlich auch noch ausschalten. Die sind jetzt dann nicht mehr zu sehen, logischerweise, aber ähm, der Haken war von Anfang an drin. Deswegen lassen wir das jetzt auch mal so. Aber es ist auf jeden Fall viel, viel übersichtlicher als der letzte Launcher, wie ich finde. Und um jetzt ein neues Profil zu erstellen, gehen wir ganz einfach, wir scrollen hier runter auf Add New und dann haben wir hier natürlich wieder ein schönes Fenster. Latest Release 1.10.2 und vorher konnte man wie gesagt auswählen, ob man auch Snapshots sehen kann und so weiter. Hier stehen jetzt die letzten Snapshots. Release 1.7.10 ist jetzt Egal, nur als Beispiel. Resolution können wir natürlich auch auswählen. Aber wenn wir hier was bestimmtes eingeben, zum Beispiel Vollbild 1920x1080, geht es leider auch noch nicht. Aber das wird, schätze ich mal, demnächst schon gefixt. Dann natürlich können wir hier wieder ein paar Sachen auswählen. Weiter RAM zu weisen und so weiter. Dann können wir hier auch auf Download Server gehen. Alles klar, Delete. Und hier oben, was auch ganz interessant ist, erstmal können wir hier auf das Zeichen klicken. Dann können wir hier einen Block auswählen. Und auf Browse zum Beispiel öffnen sich wieder die Dateien vom PC. Kann man auch sogar eigene Bilder hinzufügen. Und dann hat man hier ein eigenes Bild ähm, für ein Minecraft-Bild. Profil und ich würde sagen, was wählen wir denn jetzt mal aus? Kommen wir wählen mal, ja, was ist am besten? Kommen wir wählen mal TNT aus und jetzt haben wir hier TNT. Das aktualisiert sich automatisch oben links, deswegen kommen wir geben einfach mal 1.7 äh, Fill ein, okay, und dann gehen wir auf Save, dann ist alles so äh, weit erstmal eingestellt. Dann haben wir hier die 1.7 Version Fill und hier kann man einfach auf Play gehen oder hier, wenn man auf den Pfeil drückt, natürlich die Version auswählen, 1.7 Fill, aber komm, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal auf Label Mod 1.8 und dann können wir hier auf Play drücken und hier, okay, lädt jetzt was Kleines und das baut sich relativ schnell auf. Also der Launcher, der startet auf jeden Fall auch schnell und jetzt sehen wir hier schon natürlich im Minecraft Launcher können auf Vollbild gehen und jetzt haben wir hier Optionen also wir haben hier alles weitere und die servers sind hier auch noch gespeichert das heißt falls ihr zum Beispiel auf den alten Launcher zurückgreifen möchtet wie gesagt ein Update sonst ist der Launcher komplett weg beziehungsweise auch die Version davon aber hier zum Beispiel wenn man sich den neuen Launcher schon downloadet beim alten Launcher einfach nichts macht hat man natürlich auch noch alle Versionen alle Server zur Verfügbar alle Einstellungen und da muss man auf jeden Fall dann nichts ändern und das war es jetzt auch erstmal so zu dem also das war auf jeden Fall jetzt hier so der neue Launcher ich finde ihn auf jeden Fall ganz cool ihr könnt eure Meinung mal dazu gerne in die Kommentare schreiben, würde mich freuen. Und falls euch dieses Video gefallen hat, lasst einfach mal eine positive Bewertung da. Falls ihr auch noch kein Abonnent seid, abonniert diesen Kanal hier, um keine weiteren Videos zu verpassen. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder im neuen Video. Haut rein und ciao.